Herzlich willkommen hier bei Didi's Gaming Ground. Mein Name ist Christopher und ja, ihr lest richtig und der Titel ist zu Recht provokativ gewählt, denn ja, wir müssen über Dragon Age Railguard reden, denn da draußen gibt es einige Leute, die meinen, das größte Problem von Dragon Age Railguard wären Pronomen und die Einstellung, dass man einen nicht-binären Charakter erstellen kann. Und da geistern ein paar Sachen durchs Netz, wo ich einfach nur sagen kann, Leute, wenn ihr damit ein Problem habt, ganz ehrlich, haltet die Klappe und macht's einfach aus und geht weiter. Also, aber wir machen das erstmal ganz strukturiert. Worum geht's eigentlich? Bereits im Character-Editor von Dragon Age Railguard ist sehr schnell erkennbar. Wir können einen nicht-binären Charakter erstellen. Wir können es aber auch einfach lassen, ne? Wir können halt auch einfach, was weiß ich, einen männlichen Charakter erstellen, einen weiblichen Charakter oder wir erstellen einen non-binären Charakter. Ist uns alles erstmal ja, freigestellt. Ich persönlich habe da jetzt auch kein Problem drin gesehen. Und es geistern vornehmlich zwei Szenen immer wieder durchs Netz, wo der Hass über dieses Spiel dann drüber geschüttet wird. Das ist zum einen eine Szene mit einem Spiegel. Dort hat man verschiedene Dialoge, wo eben die Leute behaupten, hier gibt es nur Transgender-Optionen. Also hier wird mein Charakter jetzt dazu gezwungen, non-binär zu sein und mir wird eine Agenda aufgedrückt. Und das ist falsch. Das kann man ganz einfach so schnell sagen. Das ist falsch. Jeder, der das Spiel selbst gespielt hat und sich ein bisschen mit beschäftigt hat, der wird recht schnell feststellen, dass all diese Clips sehr konstruiert sind. Es gibt sehr wohl eine Auswahl, die eben dafür sorgt, dass man im Spielverlauf dann keine Dialoge, keine speziellen Dialoge bekommt, die sich dann auf das Geschlecht beziehen oder die sich darauf beziehen, dass man einen non-binären Charakter hat. Wählt man das dann einfach nicht aus, dann geht das Spiel halt einfach weiter, es gibt diese Dialoge nicht und fertig. Also da gibt es keinen Zwang, es wird da nichts aufgedrückt. Das ist also das Erste, was Schwachsinn ist. Dann auch immer wieder zu sehen eine Szene, in der ein Charakter misgendert, also er gendert falsch und muss dann Liegestütz machen, weil es reicht nicht, sich zu entschuldigen. Nein, man muss zeigen, dass es einem wirklich leid tut und dann macht dieser Charakter Liegestütze und man bekommt das ja angeblich alles aufgezwungen und ja, es ist falsch. Wie gesagt, das findet alles nicht statt. Diese Szene findet so nicht statt, wenn man sagt, nee, pass auf, ich möchte das nicht, will ich nicht, ich will das Spiel anders wahrnehmen, dann gibt es diese Szene nicht. Es ist einfach falsch. Es ist falsch, was dort gezeigt wird. Damit will man sozusagen zeigen, wie schlecht das Writing oder wie Agenda verseucht das Writing von Dragon Age ist. Und es ist Schwachsinn. Wie gesagt, wenn ich das nicht möchte, habe ich damit keine Berührungspunkte. Und das war's. Ne? Es ist natürlich einfach nur der Punkt, wenn sich jemand in dem Spiel dazu entscheidet, einen non-binären Charakter zu haben, dass er eben auch Wert aufs Gendern legt und, dann ist diese Szene natürlich wichtig und dann ist die so, wie sie ist, für jemanden, der sich dafür entschieden hat, das Spiel genauso mit eben der Priorisierung auf diese Themen auch zu spielen. Punkt. Und für diese Person ist es dann inkludierend. Es gibt eine gewisse Awareness für dieses Thema. Alle anderen können einfach vorbeilaufen und weiterspielen. Also, naja, das wäre der erste Themenkomplex. So viel dazu. Alles Quatsch. Und wenn euch das aufregt, also eine Option, die ihr einfach abwählen könnt, sorry, dann geht zum Psychologen. Dann sucht euch einen Psychologen. Dann habt ihr offensichtlich ganz, ganz andere Probleme in eurem Leben. Ja, und auf diesem Rücken der Woken Agenda, da versucht man dann natürlich auch noch zu rechtfertigen, wie schlecht sich das Spiel denn verkaufen würde. Und auch da muss ich sagen, das stimmt nicht. Es stimmt einfach nicht.
Ja, aktuell spielen circa zum Zeitpunkt der Aufnahme 48.000 Leute Dragon Age The Wailguard auf Steam. Es hat einen All-Time-Peak von 84.000 Leuten, die es eben spielen. Tendenz steigend übrigens. Und jetzt kommt's, es ist Platz 2 aktuell, wieder zum Zeitpunkt der Aufnahme, bei den Verkaufsschlagern auf Steam. Es kommt gleich nach Call of Duty Black Ops 6 an zweiter Stelle als in den Steam-Charts und unter Top-Selling-Games. Ja, nicht die Spiele, die am meisten gespielt werden, aber ein Spiel, was sich gut verkauft. So, hier kann man jetzt natürlich sagen, okay, sind jetzt keine allzu krassen Zahlen, aber es sind auch keine schlechten Zahlen. Ne? Und wie gesagt, es verkauft sich gut auf Steam und man darf bei der ganzen Sache natürlich nicht vernachlässigen, es handelt sich um einen EA-Titel, das heißt, es wird natürlich auch jede Menge Leute geben, die sich das Ding ähnlich wie ich einfach über den EA-Launcher gekauft haben. Die zählen hier nicht mit rein. Dragon Age ist eine Marke, die zudem auf der Konsole seit vielen, vielen Jahren, seit über einem Jahrzehnt etabliert ist. Das heißt, es kommen theoretisch dann auch noch die Konsolenzahlen obendrauf. Und das dann als Woken-Flop zu bezeichnen, ist absoluter Schwachsinn, der ja keine fundierte Grundlage hat. So, das erstmal zu dem Thema. Also, wenn ihr damit ein Problem habt und ihr plappert halt alles nach, was ihr im Internet findet, ohne euch mal damit zu beschäftigen, und ihr könnt das jetzt nicht anders, als das Spiel weiter zu haten, dann kann ich auch nicht helfen. Dann zieht weiter. Ich kann euch nicht mehr helfen. Wie gesagt, ich habe jetzt eigentlich alles aufgeklärt, was es da aufzuklären gibt. Für diejenigen, die jetzt vielleicht eine kleine Erleuchtung hatten und sagen, ach so, Mensch, ja, cool. Wusste ich gar nicht, dass es verschiedene Optionen gibt und dass das in meinem Spielverlauf vielleicht auch gar keine Rolle spielt. Den kann ich nur sagen, lasst euch von diesem Hass im Netz nicht verwirren. Denn, und jetzt kommen wir ein bisschen dazu, deswegen habe ich hier auch immer fleißig Gameplay im Hintergrund laufen. Wenn man hinter all diese Show schaut, hinter diesem Vorhang dieses Hasses, ne, hinter die Debatte und sich wirklich mit dem Spiel beschäftigt, es spielt, da steckt ein gutes Rollenspiel dahinter, muss ich sagen. Also ich habe sehr, sehr viel Spaß mit Dragon Age The Wailguard. Ich muss sagen, es ist mein zweites Dragon Age, also ich bin da noch gar nicht so sehr drin in der ganzen Geschichte. Aber es ist ein Spiel, von vornherein erstmal, ich habe etliche Auswahlen beim Character Editor und da geht es jetzt nicht um männlich, weiblich oder um Pronomen und einen non-binären Charakter, sondern auch rein äußerlich habe ich sehr, sehr viele Möglichkeiten hier im Character Editor viele Dinge einzustellen, den Pfad meines Charakters auszuwählen. Hat mich dann tatsächlich eher so an klassische Rollenspiele erinnert, in Richtung Baldur's Gate und so weiter. Und ja, man wird relativ schnell in die Welt geworfen. Ich finde die Dialoge sehr gut geschrieben. Ist natürlich immer persönliche Geschmackssache, aber mich persönlich packen die Dialoge, mich packt die Geschichte sofort. Ist ein bisschen vielleicht plakativ, ein bisschen, azi-fazi Fantasy-RPG. Aber, und da kommen wir auch gleich, genau das möchte ich, genau das erwarte ich von dem Spiel. Ich habe eine schöne Azi-Fazi-Fantasy-Welt, die auch noch geil aussieht. Ich feiere das Kampfsystem, ja, es ist ja ein sehr, sehr direktes Kampfsystem, trotzdem mit all meinen Fähigkeiten, die ich noch habe. Ich kann mit meinem Charakter in so viele Richtungen gehen. In aller Regelmäßigkeit kann ich hier Entscheidungen treffen, die dann wirklich Auswirkungen auf die Charaktere haben, auf verschiedene Dialogoptionen, die ich dann eben habe oder nicht habe, weil ich mich in gewissen Situationen eben entsprechend verhalten habe. Und ja, ich kann nur sagen, Freunde, schaut euch einfach selber an. Guckt euch irgendwo ein Let's Play an oder irgendwas und bildet euch eure eigene Meinung. So viel zum Tenor dieses Videos. Ansonsten bedanke ich mich, falls ihr bis hierhin dran geblieben seid. Gebt wie immer einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal, um in Zukunft nicht mehr zu verpassen. Vielleicht ist ja auch ein bisschen Dragon Age gewünscht. Dann haut das auch unten in die Kommentare. Dann werde ich mir das mal anschauen.
Und vielleicht haue ich dann einfach noch ein Gameplay-Video raus, damit ihr mal das wahre Dragon Age The Wailguard sehen könnt und nicht das, was das Netz euch vorgeben möchte. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dahin, macht's gut.